Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pasta ist für alle da. Denn wir machen heute Bandnudeln mit einer Lachs-Sahnesoße. Allerdings wird das jetzt die kalorienreduzierte Variante, denn ich habe einfach die Sahne durch Milch ersetzt. Das geht genauso gut. Hier kocht schon mal das Wasser für die Bandnudeln, aber ich kann das glaube ich noch ein bisschen zur Seite stellen, denn die Bandnudeln, die ich für euch hier mitgebracht habe, das sind 250 Gramm, die brauchen nur 6 Minuten und für die Soße brauchen wir etwa doppelt so lange. Aber das Wasser ist schon mal heiß. Wir beginnen, indem wir eine Knoblauchzehe, da habe ich eine relativ große Knoblauchzehe genommen, hier in den Kessel werfen und die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Dann schieben wir das nach unten mit unserem Spatel und dünsten das Ganze mit ja, so 5 Gramm Butter. Man kann natürlich auch einen kleinen Löffel Öl nehmen dazu, aber ich mache das jetzt mit Butter, weil das dann ein bisschen feiner ist. Das sind 5 Gramm. Die kommt hier ebenfalls dazu und dann dünsten wir das 3 Minuten an. Stufe 1 auf 100 Grad. Ich stelle allerdings trotzdem die Baroma-Temperatur ein, weil ich da immer finde, dass es ein bisschen heißer ist und dann geht es etwas besser. So, dann bis gleich. So, weiter geht's mit unserer Lachs-Sahne oder Lachs-Milchsoße, wie auch immer. Ja, dafür brauchen wir 30 Gramm Mehl. Die geben wir jetzt zum Knoblauch hier dazu. 10 Gramm Zitronensaft. So, und jetzt 350 Milliliter oder Gramm, wenn ihr das nach der Waage macht, hier Milch. Ebenfalls oben rein. Dann etwas Muskatnuss. Nicht zu viel, damit es nicht zu muskatlastig wird. Einen Esslöffel, einen guten Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. So, hier hängt noch Mehl drin, habe ich gesehen. Das ist blöd. Ja, da war wahrscheinlich noch die Schüssel etwas feucht. Ein halber Teelöffel Salz und eine Prise frisch gemahlenen Pfeffers dazu. Und das Ganze jetzt 6 Minuten auf Stufe 2, 100 Grad. Und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. So, der erste Schritt unserer Soße ist soweit durch. Wir können jetzt auch schon mal hier den Kessel nochmal aufsetzen, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Denn der nächste Arbeitsschritt dauert etwa so 6-7 Minuten. Ja, und das ist die Zeit, die unsere Bandnudeln zum Garwerden brauchen. Ich habe frischen Lachs genommen und habe den gewürfelt. Das sind 250 Gramm. Ihr könnt natürlich auch Tiefkühllachs nehmen und den halt dann entsprechend auftauen und schneiden. Ich habe den in kleine Würfelchen geschnitten. Die zwei kommen noch mit rein. Dann haben wir Dill. Ja, da nehme ich einen guten Esslöffel von Dillspitzen. Dill ist was ganz Fantastisches, gerade mit Lachs gemeinsam. Finde ich total lecker. Und jetzt brauchen wir nochmal 15 Gramm oder Milliliter Zitronensaft. Der kommt auch nochmal hier rein. So, und das war's eigentlich. Das Ganze lassen wir jetzt 90 Grad. Erwärmen wir das jetzt im Linkslauf auf der Sanftrührstufe. Und zwar, wie gesagt, 7 Minuten. Auf geht's. Es klingelt. Das bedeutet, unsere Lachs-Sahne oder Lachs-Milch-Soße für die Nudeln ist fertig. Oh, das überrascht mich. Aber jetzt, die ist doch wirklich sehr sämig geworden. Obwohl das jetzt keine Sahne ist, sondern Milch. Die Nudeln, habe ich gerade geguckt, die brauchen glaube ich echt noch ein paar Sekündchen, bevor ich die abgießen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt für 3 Personen oder 4 Erwachsene wird das wahrscheinlich eher nicht reichen.
wahrscheinlich eher 3, aber gut, ja, 250 Gramm Nudeln. Ich glaube, das macht schon satt. Wir werden es gleich sehen. Ich gieße mal die Nudeln ab. So, dann erstmal ein paar Bandnudeln drauf. Und dann etwas von der Soße drauf. Ich kipp die jetzt einfach hier raus. Aber das riecht total klasse. Dill ist was Tolles. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Lachs, Sahnesoße. Wie die Bandnudeln schmecken, das weiß ich. Aber jetzt probieren wir das mal zusammen. Also das mit dem Dill, das ist schon mal echt geil. Ich klaue mir jetzt einfach mal so ein Stückchen Lachs mit Soße. Und das ist echt gut. Also man kann natürlich noch ein bisschen Zitronensaft oder Salz nachwürzen, aber ich würde das jetzt nicht machen, weil so ist das echt ausgewogen. Wirklich gut. Wirklich gut. Das wird jetzt ein großer Happen. Bevor ich den jetzt in den Mund nehme und euch hier mit vollem Mund noch zutexte, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach Daumen nach oben, freue ich mich drüber. Natürlich auch über eure Kommentare zu diesem Rezept, zu unserem Kanal, zu allem anderen. Apropos Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert haben solltet, aus welchen Gründen auch immer, warum eigentlich noch nicht? Hier ist der Button. Hier gibt es jede Woche die besten Rezepte aus dem Wunderkesselforum. Und da solltet ihr auch mal reinschauen, www.wunderkessel.de. Das ist die große Koch-Community mit Herz. Ich glaube, wir haben 6-stellige Zahlen an Rezepten. Ja, da könnt ihr, also wenn ihr das alles kochen wollt, was wir da im Forum stehen haben, da seid ihr ein paar Jahrzehnte beschäftigt, ganz sicher. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.